Heute kommen wir ins Fürstentum Monaco, definitiv ein Favorit bei den Fans und bei den Fahrern. Wir haben die Fahrer befragt und sie alle nannten diese Strecke als die, wo sie unbedingt einmal gewinnen wollen. Monaco bietet eine enge, herausfordernde Strecke, auf der die Fahrer oft Rad an Rad kämpfen. Es fehlen zwar gute Überholmöglichkeiten, aber dafür bietet Monte Carlo eben dieses einmalige Gefühl von Glanz und Glamour. Monaco ist die wohl prestigeträchtigste Strecke der Formel 1. Kein Wunder also, dass sie bei Formel 1-Fans auf der ganzen Welt außerordentlich beliebt ist. Etwas ganz Besonderes eben. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Monaco. Und das heißt... Und damit einen wunderschönen guten Tag und ein recht herzliches Willkommen bei Formel 1 2015 hier beim Training in Monaco. Ja, ihr seht, es ist einer dieser Tage und es ist eben diese Strecke. Was soll man denn bitte sagen? Ja, Monaco Training, wir haben es wirklich gebraucht. Guckt euch den Frontflügel jetzt schon an. Ja, es gab im Training einige Zwischenfälle. Und wir sind bei diesem Rennen heute unter Zugzwang. Ihr seht allerdings 1:16.873. Vorbei und Lewis Hamilton war sehr erfolgreich. Heute muss er einfach mit der Leistung seines Wagens zufrieden sein. Zumindest der dritte Platz ist drin im Training. Und ich würde vorschlagen, wir wollen heute in großen Schritten voranschreiten und gehen rein ins Qualifying. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Genau. Und um hier zu siegen, sollte man schon aus der ersten Reihe starten. Selbst wenige Plätze dahinter in der Startaufstellung und man braucht entweder großes Glück bei der Boxenstrategie oder muss auf eine Safety-Car-Phase hoffen. Überholen ist fast unmöglich. Heißt quasi, wenn wir die Pole Position kriegen, gewinnen wir das Ding hier easy, safe, 1, 2, 3. Naja, gucken wir mal, ob uns das gelingt. Wir sind auf Platz 5 und sind in unserer fünften Runde. Keine Sorge, wir haben zwischendurch den Reifensatz gewechselt. Der aktuell ist jetzt 2 Runden in Benutzung. Und wir sehen, die hauen da ganz schöne Zeiten raus. 1:16.2, aber ja, allzu schlecht sind wir jetzt auch nicht unterwegs. Aber wir brauchen ein kleines Wunder, um hier irgendwas noch bewirken zu können. Die letzte Kurve, die nehmen wir ganz gut. Und jetzt auch mit DRS, mit allem, was wir haben. Das ist unsere letzte Chance für das Qualifying von Monaco. Was Gutes raus. So, das ist da 1:16.138. Das ist eine überragende Zeit. Und die bringt uns das hier. Für Vettel und sein Team. Er ist die schnellste Runde der Session gefahren und steht damit auf der Pole. Also das war eine gute Qualifikationsrunde, wirklich spektakulär. Aber ob er morgen dieselbe Leistung noch einmal abrufen kann, ich jedenfalls kann es kaum erwarten, es zu sehen. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich muss erstmal ein bisschen tanzen gehen vor Freude und wir gucken uns dabei mal an, was das Rennen für uns parat hat. Willkommen zu einer Kultrennstrecke auf dem Formel 1 Kalender. Wir sind in Monaco, wo sich die Reichen und Schönen tummeln. Heute hat Sebastian Vettel es in der Hand. Er steht auf der Pole und hofft, die erste Kurve unbeschadet zu überstehen. Denn wenn er das schafft, dann ist er auf dem Weg zum Sieg. Die Luft vor ihm ist rein. Er hofft also sicher darauf, sich über die ersten Runden einen Vorsprung aufbauen zu können. Wenn die Autos auf Position 2 und 3 bis zu den ersten Boxenstopps dicht hinter ihm bleiben, dann könnten sie leicht im Vorteil sein. Wie geht Nico Rosberg es an, im heutigen Rennen die Zeit aufzuholen, die ihm gestern im Qualifying gefehlt hat? Er muss im ersten Stint auf Tuchfühlung bleiben und dann das Beste herausholen, wenn der Wagen leichter wird und der Reifenverschleiß nachlässt.
So, jetzt oder nie. Unter diesen Worten oder mit diesen Worten kann man das hier wahrscheinlich ganz gut beschreiben. Also, es ist Platz 1, was das Qualifying angeht. Aber können wir das auch halten bis zum Rennende, so wie es prophezeit wurde? Wenn wir hier sehen, wie diese Silberpfeile an uns vorbeischießt. Nico Rosberg, das ist ja unfassbar. Da gibt es ganz, ganz viel Gerangel. Tohuwabohu. Und jetzt gucken wir links unten. Was ist denn da passiert? Die haben sich alle gestaut. Wir können wegfahren. Wir können einfach wegfahren. Und der Rest, der steht auf der Stelle. Das ist der beste Start, den wir uns hätten erträumen können. Vettel und Rosberg konnten sich, ja, so ein bisschen noch lösen, aber wir müssen uns das hier erstmal gerade angucken. Was ist da bitte passiert? Wir sehen das jetzt hier mal aus der Sicht von Nico Rosberg. Ich weiß nicht, können wir hier wirklich was dafür? Ich weiß es nicht so wirklich. Wir fahren doch nur unsere Linie. Die Silberpfeile waren eindeutig schneller als wir. Wir gucken mal aus der Sicht von dem Herrn Bottas. Und hier sieht man, ja, also den Hamilton hat es komplett entschärft. Rosberg ist da noch an uns dran geblieben, aber hier der Rest, der hat sich einfach komplett aufgestaut. Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Das war ein nahezu idealer Start in dieser ersten Runde beim großen Preis hier in Monaco. Das ist ja, ja, also das kannst du dir nicht ausmalen. Unfassbare Geschichte. Ja, und jetzt fährt der Rote hier vorne ganz alleine, so ohne irgendwas vor sich, hinter sich. Also das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist die Frage, können wir das Rennen überhaupt noch verlieren? Die kann ich beantworten. Wir haben schon sehr vieles erlebt hier bei Formel 1. Deswegen würde ich jetzt nicht zu 100% ja tendieren. Jedenfalls sind die Voraussetzungen mehr als nur für uns sprechend. Gucken wir also mal, wie das jetzt hier sich alles niederschlagen wird. Eigentlich müssen wir nur versuchen, fehlerfrei zu fahren und dann wird sich das schon ergeben. Wir gucken mal rechts oben. Wir haben eine 1:17:1 gefahren. Das ist jetzt die Bestzeit hier nach 6 Runden. Und ihr seht, wir sind in den Sektoren immer noch ja, absolut im Soll. Sind hier sogar noch ein ganz kleines bisschen schneller. Also das passt schon bisher. Das ist wirklich in Ordnung, was wir hier bisher gezeigt haben. Jetzt müssen wir das ganz einfach durchziehen. Hinter uns sind mittlerweile Bottas und Ricciardo. Da hinten sehen wir auch noch Teamkollege Kimi Räikkönen in Gelb. Der ist aber noch ein bisschen weiter weg. Ja, die Silberpfeile sind mittlerweile auch ein bisschen weiter hinten gelandet. Wir sehen, es sind auch nur noch 19 Autos im Rennen. Eins ist ausgeschieden, das werden wir dann am Ende klären, wer das dann eventuell gewesen sein könnte. Der Herr Bottas und der Herr Ricciardo, die sind allerdings reingekommen, weil wir mit den, ja, mit dem Reifenzustand nicht wirklich klarkamen und immer mehr Fehler machten. Und das führt eben dazu, dass wir 4 Sekunden langsamer fahren als diese 1:17. Also ein bisschen Toleranzbereich gibt's ja. Langsamer zu fahren mit kaputten Reifen. Aber 4 Sekunden ist wahrscheinlich ein kleines bisschen zu viel. Deswegen, ja, kein Wunder, dass Bottas und Ricciardo hier reingekommen sind. Es ist aber unser Trumpf, dass die beiden hier nicht wirklich zum Überholen kommen können. Das ist eben das, was Monaco ausmacht. Diese Kurve hier hat es ab und zu wirklich in sich, weil aus irgendeinem Grund auch meine Lenkung manchmal versagt hat. Das heißt, ich habe irgendwie ganz normal im Controller gelenkt nach links, aber irgendwie der Herr Vettel dachte sich manchmal, ja, ich fahre einfach geradeaus. Da gab es im Training auch ein paar Sachen, also ja, keine Ahnung. Das war nicht schön, noch beim Zeitfahren, weil ich übe immer noch im Zeitfahren mal davor, bevor ich ins Training und ins Qualifying gehe. Da gab es ein paar Aktionen, die habe ich leider nicht mit aufgenommen, aber die waren schon mehr als fragwürdig. Ja, wir gehen dann nach 16 Runden mit diesem Bug in die Box. Eigentlich hätten wir hier schon wieder unseren Frontflügel verlieren müssen, oder? Habt ihr das gesehen? Also wir sind ja gerade komplett in die Wand reingefahren eigentlich. Gut, aber anscheinend ist das Glück heute mal auf unserer Seite. Wir sind ja eben jetzt in die Box gegangen in Runde 16 und haben neue Reifen. Wir haben jetzt den harten Reifensatz. Das war unser erster Boxenstopp und es sollte eigentlich in der Theorie auch unser letzter sein. Wir wollten hier wirklich mit einem einzigen Boxenstopp das Ding fahren. Ja, also schauen wir mal, ob uns das gelungen ist oder ob es da nochmal Zwischenfälle gab. Hülkenberg, ja, ihr seht, auf den holen wir auf, weil er natürlich noch mit einem Reifensatz unterwegs ist, der deutlich lediert ist, auch im Vergleich jetzt zu unserem. Von daher seht ihr, wir kommen daran. Problem ist halt, wir kommen nicht vorbei. Also, noch nicht. Wie denn auch? Wir starten jetzt hier mal unseren ersten Versuch. Ja, aber Hülkenberg bleibt vorne.
So, jetzt dann hier kommen. Nochmal mit ein bisschen Gas und dann jetzt hier inne vorbei und da kann Hülkenberg nichts machen. So, da muss er uns gewähren lassen, weil wir wirklich deutlich schneller sind. Das ist dann jetzt also aktuell der 6. Platz. Und dann ging auch der Herr Bottas in die Box. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo wir da rauskamen. Also, wir sehen da rechts die Boxenausfahrt und da sehen wir erstmal Ricciardo und der Bottas, der ist da auch, ja, mit jetzt wieder hinter uns. Das heißt also, es hat sich an sich nichts verändert. Raikön, unser Teamkollege, wird auch noch in die Box gehen. Das heißt also, ja, dass der erste Platz uns jetzt wieder sicher ist. Rechts sehen wir den gelben Punkt, das ist Raikön und links auf der Minimap. Und da ist es also wieder der erste Platz. Eine halbe Sekunde Vorsprung auf Bottas, das ist jetzt nicht ganz so viel. Dann nochmal schön hier in die Bande rein. Ja, es lief nicht alles ideal. Also wir hatten ein paar Situationen, da haben wir mit dem Feuer gespielt und du musst dir immer im Hinterkopf behalten, eine falsche Aktion, dein Frontflügel ist ab, du fährst gegen eine Mauer, gegen eine Wand, was auch immer. Deswegen ist Monaco wirklich, ja, nicht einfach. Weil immer bei solchen Situationen hier musst du wirklich aufpassen. Da sind so viele gefährliche Ecken dabei, wo du dir so schnell mal irgendwie das Auto kaputt machen kannst. Ja, also, da wurde es immer ein bisschen brenzlig. Der Abstand auf Bottas, ja, eine Sekunde war es jetzt noch. Es war meistens so, dass im ersten Sektor der Bottas aufholen konnte, aber zum Ende des zweiten Sektors und im dritten Sektor haben wir immer wieder Zeit gut gemacht. Und ihr seht, wir sind 0,129 Sekunden hinter unserer Bestzeit hier in Sektor 1. Das ist, denke ich mal, noch vertretbar mit harten Reifen nach 28 Runden. Ja, das ist alles in Ordnung soweit, da sind wir vollkommen im Soll. Fahrerisch ist das in Ordnung. Wir haben auch noch die Bestzeit, das passt schon. Jetzt meine Aktion hier mit einem Überrundeten war der erste und einzige Überrundete in diesem Rennen. Ja, war jetzt nicht ganz sauber. Allerdings, ja, sind wir halbwegs ohne Schaden vorbeigekommen. Sicherlich die Reifen haben da ein bisschen was mitgenommen. Der Frontflügel ist aber nicht lädiert. Bottas ist leider auch direkt mit vorbeigerutscht. Das war nicht ganz so gut. Denn das heißt, ja, dass mehr hier der eigentlichen Prellbock hätte sein können, da, ja, sofort mit von ihm überholt wurde und dann nicht irgendwie noch ein Zeitpolster zwischen Bottas und uns Sebastian Vettel drücken hat können. Wir mussten uns weiter konzentrieren. Es blieb anstrengend. 32 Runden gefahren. Der Abstand zu Bottas, er wurde minimal und da sehen wir hier, wir rauschen fast in die Bande. Bottas bleibt hinter uns. Hier haben wir richtig viel Glück gehabt, dass hier nichts passiert ist mit unserem Auto. Wir bleiben auf Platz 1 während diesem Versuch von Bottas, der da über die letzten Runden rangekommen ist, ab und können uns vorne erstmal ein kleines bisschen festigen. Aber es zeigt, wie spannend, wie knapp, wie brenzlig dieses Rennen hier war. Ihr seht, das ist wirklich so oft hauchdünn. Das ist eine Haaresbreite zu einem, ja, kaputten Frontflügel, was wir hier zum Teil fahren. Also es ist wirklich ein Rennen, was Nerven kostet. Das, also, das schlägt einem wirklich aufs Gemüt. Ja, und Ricciardo, Raikön sind jetzt hinter uns. Bottas ist da aber auch noch in der Gruppe. Aber die lassen trotzdem nicht locker. Aber hier in diesem Bereich konnten wir uns immer wieder ein bisschen absetzen. Wir sehen das jetzt unten links ganz gut, wie sich da immer so ein kleiner Abstand ja, zwischen diese Punkte drängt. Weil wir ja die Kurven ein bisschen besser nehmen. Ja, und jetzt sind wir also in der letzten Runde. Nicht auszumalen, wie bitter es wäre, wenn jetzt hier irgendwas passieren würde. Das darf eigentlich gar nicht sein. Aber hier, oh, knappe Aktion mit dem linken Vorderreifen, da die Mauer geküsst. Hier in diesem Sektor kommen wir immer ganz gut zurecht, aber da hat gerade auch unser Heck wieder die Leitplanke berührt. Ihr seht, es ist so verdammt knapp. Es ist so ein schmaler Grat hier zwischen Unfall, zwischen Enttäuschung, zwischen Verdammnis und dem Rennsieg. Das ist unfassbar. Aber jetzt, wir müssen mal überlegen, da sind jetzt noch zwei Kurven, die wir bestehen müssen. Jetzt nur noch eine Kurve. Hier noch einmal rechts. Raikön ist hinter uns, hat nochmal DRS und Windschatten. Wird aber nicht nochmal rankommen. Das ist der Sieg. Beim großen Preis von Monaco, Sebastian Vettel mit einem absoluten Big Point. Und das ist alles in allem eine verdiente Leistung, beziehungsweise eine gute Leistung, die mit einem verdienten ersten Platz belohnt wurde, sagen wir es doch so rum. Da freut sich das Team, da freut sich der Vettel. Lass die Korken knallen. Platz 1 in
Monaco, das war alles andere als einfach. Es ist Sebastian Vettel, der heute den Pokal mit nach Hause nimmt. Alle Herausforderungen hat er grandios gemeistert. Er ist fantastisch gefahren, er ist der verdiente Sieger. Natürlich, manchmal geht nicht alles nach Plan und manchmal eben doch. Am Ende zählt aber nur, wer als Erster die Ziellinie überquert. Heute war einfach sein Tag. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. 0,267 Sekunden war Raikön hinter uns. Wir gucken mal auf den aktuellen Gesamtstand. Wir haben uns auf Platz 5 zurückgekämpft. Unfassbar. Also, dieses Rennen hatte es wirklich in sich. Ja, und auch die, Konstrukteurswertung sieht auch ganz gut aus. Ist die Frage, wie wir das Ganze fortsetzen. Wir müssen weitermachen. Das sehen wir alles beim nächsten Mal bei Formel 1 2015. Ich bin raus heute. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.